keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. So, hallo, da sind wir wieder hier zurück in Azuna mit der guten Corvas Bloodthorn. Blutstachel, ja. Die Olle läuft uns ja hier hinterher. Wir haben ja das letzte Mal bei ihr hier die Quests angenommen. Und bisher ist das Gebiet ja noch sehr unnagerhaft, möchte ich sagen. Wir haben es, ja, wie eigentlich, ja, fast immer mit der brennenden Legion zu tun. Wir müssen jetzt aber natürlich erst einmal die Quests hier machen. Und die Naga stecken natürlich wieder unter einer Decke mit der brennenden Legion, ist ja klar. Das ist ja wohl ganz klar. So, was müssen wir denn hier machen? Ach so, das gehört zu der Bereichsquest. Bekommen wir einen Buff dadurch? Damage versus Demons. Also, Schaden gegen Dämonen ist um 20% erhöht. Das ist jetzt nicht wenig, möchte ich meinen. Und wir sind natürlich wieder mit unserem Jäger hier unterwegs. 20% machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Und ah, genau. Ich war ja zwischendurch nochmal hier ein bisschen online und ich musste nochmal ein paar Sachen aufnehmen, beziehungsweise Bilder machen und so. Jetzt war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich den Client wieder umgestellt habe auf Englisch. Ach, guck mal, ein Bug, ne? Da kann man hier schön abusen, indem man einfach immer wieder draufklickt und die Prozente bekommt. Das ist ja hier, ne? Ist ja wunderbar. Das machen wir aber nicht, ne? Was haben wir denn hier? Noch ein Kristall. Guck mal, scheint auch damit zu gehen. Ah, ne, scheint nicht zu gehen. Ich dachte, der Kristall hätte jetzt den gleichen Effekt. Mann, hier ist ja eine Menge los irgendwie. Wir haben hier aber auch noch eine andere Mission. Demon Hunters Freed. Ach so, wir müssen die Kristalle zerstören, um unsere, ja, befreundeten Dämonenjäger zu befreien. Okay, okay. Wo ich die Dämonenjägerin neben mir gerade sehe, kann man ja vielleicht mal auf die kleine News irgendwie noch eingehen, dass im Mother, okay, Alter, wie sieht die denn aus? Dass in den Dateien, dass die Kollegen von MMO Champion ja ein zweites T19-Set vom Dämonenjäger gefunden haben, finde ich sehr cool. Die ersten Tiersets, die waren ja bereits sehr früh in dem Spiel vorhanden und es war eigentlich klar, dass im Laufe der Zeit es noch Überarbeitung geben wird, dass die Entwickler auch noch mit den Farben herumspielen werden, dass einzelne Elemente ausgetauscht werden. Teilweise war es ja früher auch schon so, dass ganze Tiersets es dann nicht in das Spiel geschafft haben. Aber auf jeden Fall ist ein komplett zweites Tierset in den Dateien, wie gesagt, aufgetaucht, und zwar in der mythischen und auch in der normalen und heroischen Variante. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass die Entwickler quasi ja beide Sachen erst einmal reingenommen haben und wahrscheinlich später dann entscheiden, welches es tatsächlich in das Spiel schafft. Dabei muss man ganz klar sagen, beide ja haben was, also sehen nicht schlecht aus, aber unterschiedlich, denn das, was man bisher kennt, das sieht, ich will fast sagen, nicht wirklich ledermäßig, sondern schon fast eher so plattenmäßig aus. Und das andere, das neue Set, welches eben entdeckt wurde, das wirkt ein bisschen, ich will fast sagen, besser zum Dämonenjäger. Also es wirkt schlichter in einer gewissen Art und Weise, natürlich auch mit Teufelsmagie, Verdorben und so weiter, wie man das Ganze natürlich kennt. Aber ich weiß nicht, ist natürlich auch irgendwo eine persönliche Meinung. Ich finde es einfach passender. Aber gut, welches es am Ende dann ins Spiel schafft, das ist dann ja auch nun mal immer so eine Sache. So, wir haben die Mission jetzt hier fast geschafft. Da oben haben wir noch einen Kollegen, den wir hier mal mitnehmen können. Das Bonusziel, ja, 28%. Das nimmt man ja eh so nebenbei mit, ne? Es gibt ja auch nur Gold dafür, ist jetzt nicht wirklich lukrativ. Ich meine, auf dem Alpha Realm sowieso nicht. Und für mich später auf dem Live-Realm, naja, 56 Gold auch nicht unbedingt. Aber der ein oder andere von euch kann das sicherlich ja ganz gut brauchen. So, ich hätte auch mal meine Tastenbelegung langsam mal ändern können mit dem Jäger. Was ich bei dem tatsächlich machen könnte, weil ich den ja eben auf 108 jetzt schon gelevelt habe. Man sieht das übrigens auch sehr gut, ne, falls sich jemand wundert. Ich bekomme aktuell keine Erfahrungspunkte, ne? Das liegt einfach daran, dass man nicht höher als 108 leveln kann. Und es einfach noch dauern wird, bis man halt bis 110 leveln kann. Das war halt leider mit dem letzten Alpha-Bild nicht drin. Habe ich tatsächlich, ja, mehr oder weniger mir eigentlich aber vorgestellt, dass es
langsam mal den Weg in das Spiel findet. Ich glaube auch, dass die Entwickler mit Asuna ja ein paar Problemchen vielleicht hatten, denn ich habe ehrlich gesagt schon vor längerer Zeit damit gerechnet, dass es den Weg ins Spiel schafft. Oh, der hat aber richtig viele Lebenspunkte. 73 Millionen, ich gehe dann mal wieder. Das ist eine ordentliche Hausnummer, möchte ich meinen. 73 Millionen, das ist vielleicht ein bisschen viel für mich alleine. Aber ich glaube, der hat noch irgendwas zu bedeuten hier, der Ramob. Der würde ja nicht einfach so da unangreifbar stehen mit 73 Millionen, wenn man nicht irgendwas mit ihm dann machen kann. Vielleicht irgendeine Möglichkeit, den noch durch NPCs zu schwächen oder so. Oder er ist tatsächlich am Ende dann einfach... Ist es einer der Worldbosse? Nein, ich glaube nicht. Müsste ich nachschauen. Könnte man ja tatsächlich sogar Adventure... Wo waren das hier? Legion, Suggested Contents, ja, The Broken Isle, ah ja, da müsste er sein. Wie hieß denn das Vieh nochmal? Mortiferus ist hier allerdings nicht aufgelistet. Das sind übrigens die ganzen Weltbosse, einige, ne? The Soul Takers, Nidhogg, das ist ja der Sturmdrache, Chartos, Levantos, Humongris, Calamares, ja, auf jeden Fall ein paar mehr als bisher, möchte ich meinen. Wer da allerdings jetzt die große Herausforderung erwartet, der wird natürlich, muss ich ganz klar sagen, enttäuscht. Denn Weltbosse sind nun mal, naja, schlauer als Kazak wird keiner von denen sein. Das ist, glaube ich, relativ klar. Was können wir denn hier mit den Runen machen? Die können wir reinigen. Okay. Bringt uns jetzt nicht sonderlich viel. Wir müssen Stellagos finden. Da müssen wir da unten hin. Hatte ich nicht gerade noch den letzten Dämon eigentlich befreit, mehr oder weniger? Naja, wir finden mal unseren Weg hier hoch. Hallo? Ich möchte mal kurz vorbei. Danke. Hallo? Naja, die fanden das jetzt irgendwie nicht so, dass wir hier irgendwie, ne? Ich finde, man merkt diese 20% aber schon ziemlich hart. Das Schwein gehört übrigens zu mir. Vom schwarzen Pfeil. Was macht denn hier meine Dämonenjägerin eigentlich? Ja, ja, laber nicht so viel. Halt lieber die Klappe und kämpf ein bisschen mehr. Dann sind wir alle zufrieden. Morak Crusher. Achso, das war hier der dicke Typ mit seinem großen Schwert. Ich muss sagen, ich mag die neuen Dämonenmodelle. Natürlich sind es nicht 3 Millionen verschiedene, aber Blizzard hatte diese ja auf der, jetzt muss ich überlegen, BlizzCon? War es auf der BlizzCon vorgestellt? Ich glaube ja. Und sie sehen schon cool aus, also passend auf jeden Fall. Es wurde auch mal Zeit, dass, hey, dass wir ein paar neue Dämonenmodelle bekommen, vor allem wenn eben die brennende Legion auch im Fokus steht. Da kann man ja eben nicht immer nur diese uralten Sachen nehmen. Aber so wie die Gebiete mittlerweile ja deutlich... Was geht denn mit den Viechern ab? Was war denn das für ein Schrei? Ich wollte sagen, so wie die Gebiete eben in Warlords of Draenor schon wirklich sehr schön waren, mit Unmengen von Details verziert, genauso haben wir das natürlich dann auch wieder hier in Legion, die ganzen Mobs. Das ist alles nicht mehr vergleichbar mit Classic und natürlich auch das Spielgefühl im Allgemeinen, denn das Spiel hat sich im Laufe der Jahre einfach gewandelt. Ob zum Guten oder Schlechten, das sollte jeder selber entscheiden, aber diese Möglichkeit überhaupt darüber zu sprechen, dass sich ein Spiel in 11 Jahren, wie es sich in 11 Jahren entwickelt hat, da sollte, glaube ich, jeder einfach dem Spiel auch ein bisschen Respekt zollen, denn welches andere Spiel, welches man vor 11 Jahren schon gespielt hat, hält sich denn heute noch, beziehungsweise ist noch immer so populär. Mir fällt spontan jetzt ehrlich gesagt keins ein. Und das ist gar kein normaler Mob hier. Das ist jetzt natürlich, ne? Wir können ja mal ein bisschen Damage machen. Wir haben zwar keine Hotkeys. Fällt mir gerade auf. Aber gut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das Sperrfeuer gegen einzelne Ziele lohnt hier in Legion. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Das Problem, was ich persönlich noch ein bisschen habe, ist, dass das Sperrfeuer leider noch immer effektiver ist als die Salve. Und das stört mich ehrlich gesagt sehr. Denn ich bin eigentlich jemand, der die Salve sehr gerne benutzen würde. Also ich würde sehr gerne mit der Salve einfach spielen.
Das ist mir momentan aber einfach nicht möglich. Und ich hätte das Vieh, was ein Questmob übrigens ist, vielleicht nicht einfach so angreifen sollen. Die machen ganz gut Schaden hier, der Typi hier, ne? Das muss man mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, wo sind wir denn? Das ist übrigens tatsächlich mein erster Tod hier in Legion, in der freien Welt. Blurk hat Blurk geschrien. Ah ja, okay. Wo ist denn meine Leiche? Irgendwo hier hinten. Sieht übrigens ganz schick aus. Man ist übrigens letztens, als wir im Verlies der Wächterinnen zusammen waren, irgendwie unplanmäßig hier als Geist rausgekommen und konnte hier schon ein bisschen rumlaufen, bevor das Gebiet quasi verfügbar war. Aber wieso hat der so viel Schaden gemacht, verstehe ich jetzt nicht. Naja. So, kann ich was... Ich kann den nicht mal looten, weil er despawnt. Meine Güte. Ich glaube, ich muss da unten rein, oder? Bonus Objective. Cage of Infernals. Was ist denn da? Ach so, das ist das Ding. Aber Stufe 110. Ach, da ist schon wieder Blurk. Wo muss ich denn eigentlich lang? Ach, ich muss da hinten hin. Ich kann hier übrigens nicht aufmounten. Ich muss sagen, das stört mich ziemlich. Warum auch immer es gerade nicht geht. Warum ich nicht aufmounten darf. Nicht mal auf ein normales Mount. Finde ich nicht so geil. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Denn in der guten alten Zeit, in der alle immer schwelgen, konnte man ja auch nicht bis Stufe 40 reiten. Also werden wir das ja jetzt hier auch mal ein bisschen schaffen, ein bisschen zu laufen. Aber wenn ich bedenke, damals Stufe 40 das Mount, das war schon, ja, irgendwo auch so ein bisschen Prestige, ne? Ich glaube, ich hatte es sogar gar nicht auf 40. Ich musste mir irgendwie noch 2-3 Gold leihen. Und auch für meinen Epic Mount damals auf 60. Ich konnte mir das auch nicht sofort leisten. Ich hatte das erst auf 62 zusammen. Und auch da musste ich mir wieder ein bisschen Gold leihen. Mit meinem ersten Charakter wohlgemerkt. Aber ja, die Mitspieler damals waren nett und haben es mir dann ermöglicht. Und wenn man dann das Mount hatte, konnte man ja auch relativ schnell quasi wieder farmen. So. Wir brauchen einen Schlüssel, denn wir wollen den Blaudrachen befreien, die übrigens ja auch eine Rolle hier spielen, um mal wieder ein bisschen zum Gebiet zurückzukommen. Denn Azuna ist der Rückzugsort von einigen Blaudrachen. Neben den Naga, dem ganzen elfischen Zeug und natürlich den der brennende Legion hier. Hier ist eine Menge los auf jeden Fall, möchte ich meinen. Also hier stehen eine Menge Viecher irgendwie rum. Na gut. Habst du das Gefühl, die halten weniger aus, aber machen dafür irgendwie mehr Schaden? Was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss. So, wir brauchen einen Key. Seht ihr den Key? Ich sehe hier nur einen Altar. Sollte hier vielleicht normalerweise ein Mob stehen? Was steht denn in der Quest? Obtain Lekil's Key and free Stella Gosa. Ja, aber hier ist kein Key. Oh, da ist er ja. Hallo, Meister Proper. Dann werden wir das Ganze hier mal schnell beenden. Ja, die Pfeile sind immer noch verbuggt. Oh, da kommt man ja kaum raus. Dachte, ich käme da schneller raus. Hallo, kleiner Taurenkrieger mit komischem Helm. So, dann haben wir ja unseren Key. Komm, wir machen den auch noch weg. Der steht ja gerade im Weg. Man sollte sowieso, ne, also Mobs töten ist in Legion ja sowieso nie eine schlechte Sache. Was stand da gerade? Minus 61 von 12 Millionen, keine Ahnung. Denn, wobei ich in der letzten Zeit tatsächlich keines mehr dieser Artefakt-Dinger bekommen habe. Diese Shards of Potentation hießen die ja, glaube ich. Aber diese ja relativ lukrativ waren und immer 10 Artefaktmacht gewährt haben. Man also dementsprechend eine Möglichkeit hatte, noch zusätzlich an Artefaktmacht zu kommen. So, wir müssen die Ketten aufschließen,
um den Drachen zu befreien. Das ist natürlich kein Problem für uns. Mit dem richtigen Schlüssel. Und dann haben wir es nach einer halben Stunde insgesamt auch mal geschafft, die ersten 3-4 Quests hier in Asuna zu erledigen. Mein Dank, Blutelf. Now I'm going to finish off the warden who did this to me. Ach so, ja, okay. Lord Illidan knows the way. Okay, alles klar. Agility, Versatility, ja, wir nehmen mal das Schmuckstück. Kill Nightglaive the Traitor. Was bekommen wir denn? Oh, Relikte und Artefaktmacht. Nice. Und zwar nicht mehr direkt in der Quest, sondern als Gegenstand dann. Würde ich sagen, nehmen wir mal an. Wir müssen da oben irgendwo hin. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Auf die Belohnung. Cordana übrigens spricht hier gerade zu uns. Eine ganz nette Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.